Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aqua Painter aka Uli. Und zwar zum Folge 53 und zur Unterfolge Fabrik Teil 2. Letzte Woche hatte ich ja gezeigt, wie ich die Fabrik gebaut habe. Da vielleicht mal ein kleiner Hinweis am Anfang für die, die es noch nicht wissen, die vielleicht neu auf meinem Kanal sind. Ich bringe wöchentliche Updates und da kann es sein, dass Projekte einfach nicht fertig sind. Ich hatte nämlich die Anfrage bekommen von jemand, ja, ob das denn schon fertig wäre. Nein, ist es nicht. Die Fabrik, ich habe einfach aufgehört, als ich dann anfing, das Video zu produzieren. Und jetzt geht es damit weiter. Deswegen habe ich auch nachträglich das Video in Teil 1 umbenannt. Weil, wie gesagt, ich bringe wöchentliche Updates und ich bringe immer nur das, was ich in einer Woche schaffe. Und dann geht es natürlich in der nächsten Woche weiter. Meistens zu erkennen, indem ich es nenne Teil 1, Teil 2 oder irgend sowas in der Art. Ansonsten geht es immer Woche für Woche weiter. Keine Sorge, das ist noch lange nicht fertig da oben. Ja, ich mache es heute relativ kurz, das Video nachher, das zeige ich euch im Anschluss, wenn ich hier fertig bin mit meiner Rederei, na ihr wisst, was ich meine. Und ich will gleich mal einsteigen, hier hinten beim Thema. Ich habe das jetzt hier hinten schwarz grundiert, das war ja immer dieser hellgrüne Bereich hier hinten drin. Und da hatte ich ja dann oben, das zeige ich euch jetzt mal, hatte ich ja immer dieses Teil da drin, das habe ich jetzt hier schon bearbeitet. Das habe ich also mit Heißdrahtschneider fertig gemacht. Das kommt nachher noch im Anschluss gleich mit, wie ich das gemacht habe. Aber es ist kein Hexenwerk, aber ich möchte es halt zeigen, weil ich es gemacht habe. Und das kommt jetzt sozusagen, ich hoffe, ich bin nicht ganz aus dem Bild jetzt hier raus. Das kommt jetzt natürlich da hinten drauf. So, warte mal, lasst euch mal nicht von meiner schönen Kehrseite hier. So kommt das oben drauf. Und wird dann natürlich noch mit Erde, mit Bäumen und ist ja logisch. Aber den Teil, den ich eben draufgesetzt habe, der ist nachher zum Abnehmen. Das heißt, den Teil muss ich ja runternehmen können, wenn hinten mal ein Zug entgleist, der ja hier hinten seinen Schleifer unterirdisch zieht. Und den muss ich ja bergen können, wenn irgendwas passiert ist. Da drauf kommen jetzt Platten. Das sind Hartschaumplatten. Die sehen so aus. Die zeige ich euch nachher auch. Da hängt noch ein bisschen Papier dran. Das kommt dann wiederum hier oben drauf. So. Sitzt jetzt vielleicht auf die Schnelle nicht ganz ordentlich. Dann noch ein Teilchen nach links weg. Das mache ich jetzt nicht extra rein. Und ein Teilchen nach rechts weg. Das sind Teile, die ich dann, wo ich das, die Fabrik draufstellen werde. Das baue ich natürlich an meiner Werkbank. Deswegen abnehmbar. Hier kommt dann nachher, das wird nachher dann, wenn es fertig ist, das weiße hier ist Papier, das ist kleben geblieben vom, ja, vom Bauen. Das ist, das kommt nachher ab. Und da drauf kommt dann, ich habe es hier nochmal hingestellt, die Fabrik, die ist jetzt, vielleicht nochmal als Hinweis, die ist sehr klein. Und wenn ich mir mal Videos mache, ich zoome da so stark rein, dass eben teilweise so kleine Details, die hier so drin sind, die wirken dann unglaublich groß. Und da denkst du, mein Gott, ist das verwaschen. Die ist wirklich klein. Also nur mal so am Rande. Das ist wirklich ein sehr kleines Dingchen. Die kommt nachher hier hinten drauf. Ich stelle es mal nur so grob hin, ohne meine Lok hier runter zu reißen. Die kommt da so hin. Ich mache nachher nochmal eine Detailaufnahme, wo ich es dann mache. Dann habe ich hier noch einen kleinen, ich halte es mal, ich muss mal im Monitor gucken, dass ich auch ins Bild reinhalte. Hier einen kleinen Schornstein, zeige ich nachher auch. Da kommt ein Rauchgenerator oben rein. Das heißt, der soll richtig rauchen oder qualmen. Der wird dann wahrscheinlich hier irgendwo stehen. Das mache ich nachher noch im Detail, wie gesagt, rein. Und dann habe ich jetzt hier noch einen Schornstein. Ich hoffe, warte mal, ich muss das ein bisschen ins Bild halten, so rum. Oder vielleicht ein bisschen unscharf. Der ist zusammengestürzt. Das ist der gleiche Schornstein, der jetzt sozusagen da hinten steht, aber eben als zusammengestürzter Schornstein. Das möchte ich einfach hier haben. Der wird, glaube ich, dann hier so stehen, so leicht neben dem anderen. So dass das ein schönes Bild da hinten ergibt. Man wird es jetzt vielleicht hier nicht richtig sehen. Ich mache es ein bisschen detailliert nachher noch rein. Und dann wird natürlich alles noch gestaltet. Das ist jetzt auch nur ein Grobaufbau. Da kommen noch Mauern davor, da kommen Gebäude, Bäume kommen noch ran und Gras und Erde und hast du nicht gesehen. Kennt ihr ja von mir. Ja, das wäre es eigentlich jetzt erstmal zu diesem Teil da hinten. Dann würde ich nämlich sagen, dann schwenke ich als nächstes mal um auf den Bau von den einzelnen Teilen. Und es geht natürlich mit einem Teil 3 weiter, wie alles aufgebaut wird. Denn noch
fehlt ja nachher dann der Landeplatz und so weiter und so fort. Das kommt aber alles noch Schritt für Schritt mit rein. Ich hoffe, es macht euch Spaß, dazu zu schauen, wie ich es gemacht habe, was ich in dieser Woche getan habe. Und dann geht es natürlich in nächster Woche wieder frisch weiter. Und wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, wenn ihr sagt, Mensch, Uli, zeig doch mal mehr das oder zeig mal das oder ich will mehr Fahrvideos sehen oder ich möchte, wäre schön, wenn man mir das mal reinschreibt, dass ich mich hier nicht verrenne. Es gibt vielleicht einige von euch, die interessieren sich mehr für den Eisenbahnbetrieb, andere mehr für den Modellbaucharakter und so weiter und so fort. Lasst es mich einfach mal wissen, dass ich weiß, was ihr gerne sehen wollt und dann kann ich da mal ein bisschen drauf eingehen, überhaupt kein Problem. Natürlich muss ich schauen, dass ich immer so ein bisschen meinen Charakter aufhalte hier wieder die wöchentlichen Updates. Das sind keine Riesen-Updates. Mehr schafft man halt in einer Woche gar nicht, wa? Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß und dann schalte ich jetzt rum an meine Werkbank. Bis dann! Thank you.
Thank you.